Hallo und herzlich willkommen bei lawline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg. Erinnerung zum Anfassen. Ihr kriegt insgesamt 5 Erfolgspunkte und eine Kiste, wo ihr euch entweder 50 Allianzvorräte auswählen könnt oder 50 aufgestiegene Fragmente. Ich würde mich immer für Ersteres entscheiden. Der Erfolg ist ein wenig tricky. Ihr könnt ihn nämlich auch in der Geschichtsmission machen. In der Geschichtsmission seid ihr aber zeitlich begrenzt. Ihr habt nicht die gesamte Karte von des zerstörten Löwensteins zur Verfügung. Also geht ihr am besten in die Schlacht um Löwenstein rein, wartet bis hier alles abgeklappert ist und auch die 3 Bosse besiegt wurden, weil dann habt ihr exakt eine Stunde Zeit und das reicht massig. Dann ist das zweite Problem, hier steht 40 Orte dran. Solltet ihr 30 erreicht haben, um den Erfolg abzuschließen, wird alles andere abgehakt. Also ihr habt keine Ahnung mehr, was euch noch fehlen würde. Aber wer die Erinnerungsstücke sammeln möchte, schaut jetzt am besten ordentlich zu. Ich gehe mal kurz hier Outfight und wir fangen nämlich an mit Position 1. Und die ist hier unten. Wegmark. Oh, jetzt bin ich. Och, geh doch weg. So. Der ist hier unten. Wir haben das alles auch noch schriftlich mit mehreren Accounts. Ja, später möchte ich dazu stoßen. Nicht jetzt. Lass mich in Ruhe. Wir haben das auch noch im schriftlichen Guide, den verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Schon vor 2, 3 Tagen, tatsächlich, ich glaube Freitag war es, chronologisch aufgeschlüsselt, weil es nirgendwo zu finden war, wo was wie ist. Oh, wir müssen hier runter und einmal außen rum. Denn der erste Spot ist ziemlich Nirvana. Also hier einmal außenrum. Hier sind, glaube ich, ein paar Noren im neuen Löwenstein. Aber wir müssen da hinten in die Spalte rein. Super easy. So, Schutthaufen Nummer 1. Genau, Schutthaufen Nummer 1. So, als nächstes möchten wir Ort Nummer 2 haben. Der ist gleich hier vorne, da wo ich runtergesprungen bin, falls wir mitlaufen möchte. Whoop. So, das hier ist Ort Nummer 2. Genau, diese gefundenen Erbstücke könnt ihr eintauschen. Einmal bei einem Skript und einmal bei einem, wie nennt sich's? Das fällt mir der Name nicht ein. Bei noch einem NPC ganz am Anfang. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen des NPCs. Ich glaube, der steht ganz am Anfang. Ja genau, der steht ganz am Anfang an der Wegmarke. Das ist ein stinknormaler Mensch. Da könnt ihr ihn für unter anderem den selbstlosen Trank eintauschen. Und beim Skrit für den rücksichtslosen Trank. Halt. So weit wollte ich gar nicht runter. Uiuiuiuiuiui. So, sieht das richtig aus? Das sieht richtig aus. So. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder den Erfolg aufmachen. So. Bitte sehr. Nein, ich möchte immer noch nicht die Karte verlassen. So, Nummer 4 ist weiter unten. Ups, ich glaube. Das war elegant gerettet. Das war hier drin, in dieser Höhle. Da kommt man im neuen Löwenstein auch zum Ektoplasma-Sammler. Ja. So, das war Ort Nummer 4. Ort Nummer 5 war weiter oben. Wir nehmen kurz die Wegmarke. Und der war hier hinten drin. Ziemlich genau hier in der Höhle. Nämlich Position 1 ist nämlich hier. Hier gibt es auch einen Erfolg im neuen Löwenstein. Nämlich jemand in Not. Großartiger Erfolg.
So, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier 6 sein. Ja, korrekt, das ist die Nummer 6. Mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch in dem Fall, oder ist es schon das Langzeitgedächtnis? Dann die 7 ist weiter vorne. Das heißt, wir laufen hier jetzt. Man läuft quasi in so Schleifen einmal durch Löwenstein. Es gibt einen Spot, der richtig hakelig ist. Der ist nicht schön zu machen. Aber das hier sieht richtig aus. So, das ist die 7. Ich klicke mal kurz rüber auf mein anderes. In das Guide-Video rein. So, wir nehmen hier die Wegmarke am Löwentor. Weil das geht nämlich gefühlt dreimal schneller. Nein, ich möchte immer noch nicht. So. Nummer 8 ist. Boah, ich meine, die wäre unten im Wasser. Ah, wir sehen es gleich. Wir müssen kurz ein Stück laufen. Und ihr werdet merken, das macht keinen Spaß, wenn die Wegmarken nicht frei sind, wenn sie gerade umkämpft sind, wenn nicht alle Sektoren und Distrikte erobert wurden. Dann macht das alles keinen Spaß. Und hier ist die Nummer 8. Und ihr seht, wir haben schon ein gutes Stück weg und wir haben 8 von diesen Erinnerungsstücken. So, Nummer 9 ist über uns. Wir müssen kurz und. Naja. Wir müssen da auf den Leuchtturm. Naja, es ist kein Leuchtturm, oder? Ich kenne das alte Löwenstein viel zu wenig. Ja, so, mal die Gegner außen vor lassen. Dann hier rein, nach oben. Super easy. Nämlich hier außen rum ist die 9. So. Und die 10 ist beim Wasserfall. Das heißt, wir müssen ein Stückchen in die Richtung wieder. Das heißt, wir schwimmen kurz. Ich würde euch generell raten, irgendwie Eile mitzunehmen oder irgendwie ein Siegel, was euch schneller macht. Genau. Hier in The Legend of Zelda-Manier einfach hinter den Wasserfall. Das ist nämlich die Nummer 10. Das war die ersten 10. Wir haben das im schriftlichen Guide tatsächlich in 4x10 aufgegliedert, weil es einfach schöner ist. So, jetzt kommen die beiden, die mich hier im westlichen Bezirk. Hier ist gleich einer, der wird mich unter Umständen etwas Nerv kosten, weil da erstens Gegner sind, die ziemlich gemein sind. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich spreche. Aber vielleicht komme ich ja ganz sneaky durch. So, ich rufe mal meine Diebesgilde einfach zur Ablenkung her. Wir müssen nämlich ein kleines Jumping-Puzzle machen. So. Jetzt warten wir hier kurz. Wir müssen nämlich darüber springen. So, und ich möchte nicht, wenn ich abstürze, auf den Boden aufknallen. Das wäre nämlich sehr traurig. So, mit ein bisschen Movement geht das tatsächlich. So, das ist die Nummer 11, wie ihr seht. So, und die 12 ist hier auch in diesem Raum. Und ihr werdet euch ein wenig in den.
falls ihr das nicht auf Anhieb findet und einfach nur die große Übersichtskarte von anderen Leuten gesehen habt, werdet ihr euch ein wenig wundern. Hey, wo geht's denn lang? Naja, hier ist eigentlich eine Höhle. Ja, genau, hier ging es rein. Und dann ist hier die Nummer 12. Müsst ihr nicht unbedingt mitmachen, ja, ihr könnt auch andere Dinge mitnehmen. Ist in dem Fall relativ egal. So, wir nehmen mal kurz hier die Wegmarke hier an der Grenze zwischen westlicher Bezirk und prachtvolle Piazza. Wie ich bin in Fight. Was in Fight? Ich bin doch gar nicht am Kämpfen. Okay. Warum bin ich denn jetzt am Kämpfen? Ha. Na gut, von mir aus, dann laufen wir. Welcher Spot wollen wir als nächstes? Wir wollen Spot Nummer 13 abholen. Der ist gleich um die Ecke. So, darf ich jetzt porten? Ha! Jetzt darf ich porten, wie schön. Vorsicht, hier sind Gegner. gefühlt an jeder Wegmarke sind Gegner. Aber das werdet ihr schon sehen. So. Ich mache mir mal ein Sternchen hin. Ah, das war das Ding. Okay. Hey, hey, hey. Wir hätten doch die andere Wegmarke nehmen sollen. Entschuldigung, das war mein Fehler. Das heißt, wir gehen hier einmal drüber. Halt, falsche Richtung. Und ihr seht, mit Movement Speed geht das hier alles viel schneller. Genau. 13 war hier hinten. Die war hier oben. Ihr müsst da quasi über die Steine drüber. So, und falls ihr euch jetzt wundert, hä, ihr habt das Fenster gar nicht gemacht. Doch, das war die 13. So. 14 war auch ein wenig sprunglastig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die ist da. Das heißt, wir müssen darüber. Wenn mich nicht alles täuscht, ging das am besten, wenn man hier links lang ging. Korrekt. Ja, rechts. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Entschuldigung. Hier bei dieser einzelnen Palme. Naja. Stimmt schon irgendwie. So, das war die 14. Als nächstes halt in die richtige Richtung im Guide. Ha! Ha, 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 ha. Jetzt kommt etwas, den könntet ihr unter Umständen einfach schon angeklickt haben. Ihr nehmt diese Wegmarke hier beim, also die untere beim im Kanalbezirk. Und wir laufen nach hier vorne. Ziemlich genau hier so leicht links vom Löwengardisten. Und Robin hier ins Wasser. Und hier ist die Nummer 15. Bitte sehr. Die 16 war... in der Nähe der allerersten Wegmarke, wenn man diese Karte betritt. Nämlich... Halt. Hier. Bitte sehr. Hier ist die 16. Warte mal. Ha! Ich kann auch einfach auf den Shortcut klicken. So, 16. So, als nächstes die 17. Okay, kleines Jumping-Puzzle. Wir nehmen die Wegmarke zurück. Ihr werdet ein wenig springen müssen in diesen ganzen Bereichen. Und ich zeige euch auf jeden Fall bis 30 und dann zeige ich auch noch als Bonus die restlichen 10. Falls ihr einfach diese Erinnerungsstücke farmen wollt. Die Schutthaufen, also wenn ihr die einmal gesammelt habt, dann könnt ihr sie immer wieder sammeln. Also
die könnt ihr die ganze Zeit sammeln, also selbst wenn ihr den Erfolg nicht fertig habt. So, das hier ist die 17. Bitte sehr. So, als nächstes die 18 und die ist an der Wegmarke hier beim Grand Plaza oder Grand Piazza. Mein Italienisch ist ein wenig furchtbar. Und hier, wie ihr merkt, wir haben schon über 50% erreicht. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Genau, unter mir. So, das ist die 18. Als nächstes, Gott, kriege ich das noch hin? Ja, das kriege ich hin. Das war hier drin. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie komme ich denn da hin? Ganz einfach, ihr müsst durch die Kanalisation. Ich hoffe, ich finde jetzt auf Anhieb den Eingang. Der war nämlich ein wenig tricky. Wenn mich nicht alles täuscht, ging es da hinten rein. Korrekt. Hier ging es rein. Jetzt wird man hier schon mit Lasern beschossen. Ist ja frech. So, Erinnerung zum Anfassen. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind bei der 19. Die 19 ist hier vorne in dem Bereich des Ordens der Gerüchte. So, 19 haben wir. Das heißt, als nächstes haben wir noch die 20. Die 20 werdet ihr lieben, weil es kann sein, wenn ihr so übereifrig seid wie ich, dass ihr die einfach aus Versehen mitnehmt. Warum? Zeige ich euch. Wir machen den Erfolg auf. Bla 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 bla. Wenn ihr hier zum Beispiel kämpft, könnt ihr hier zum Beispiel F drücken. Aber korrekte Position wäre einfach hier unten drunter. Bitte sehr. Das war die 20. Das waren die nächsten beiden. Das nächste 10er-Paket. So, ich gehe mal hier kurz Outfight. Die Gegner nerven mich ein wenig. So, als nächstes 21 bis 30. Das heißt, wir porten uns hier wieder zur Grand Plaza zurück. Dass man halt auch jedes Mal die Erinnerung bekommt, die Karte zu wechseln. So. Grand Plaza. Wer Episode die Himmelspiraten gespielt hat, kennt dieses Gebäude, denn wir mussten hier ja Theo Ashford und so weiter eskortieren. So, und die 21 ist hier hinten drin. Bitte sehr. 21 Hammer. Und wir machen einmal zweite Instanz vom Schattenschritt. Ich will nämlich nicht kämpfen. So. Das müssen wir kurz laufen, denn wir müssen für die 22 hier hinten rein in diesen Portalbezirk. Ganz viele Portale stehen. Ich weiß gar nicht, was im neuen Löwenstein da. Doch, da im neuen Löwenstein sind da auch die, oh, wie heißt das denn? Die Portale, aber da sieht das viel schöner aus. Genau. Hier, bitte sehr, war die 22. Oh, einmal groß Outfight kommen irgendwie. Hier sind mir zu viele Gegner. So, So, und wir sind dann schon automatisch richtig. Mehr oder weniger. Denn wir müssen nach hier hinten. Hier ist nämlich die 23. Hier ist auch einer von diesen Rennmowers, die ihr vielleicht brauchen werdet, machen wollt. Dafür gibt es auch ein Video. Ich hau euch das auch noch in die Videobeschreibung. So, und jetzt geht's zu meinem absoluten Lieblingsgegner, was es in dieser Instanz angeht. Beziehungsweise jetzt ist er nicht mehr da, weil er schon besiegt. Die toxische Spinne. Die funkt. Einige dieser Gegner und ihre Attacken funktionieren auch für Erfolge aus der vorherigen Episode. Nur damit ihr Bescheid wisst. So. Da oben. Im alten Löwenstein war diese Terrasse hier nicht, oder wie man das auch immer nennen möchte. So, wir springen hier hoch. Das hier ist die 24. So, als nächstes haben wir die 25. Die ist da unterhalb des Wasserfalls.
Und wie ich gesagt habe, ihr werdet das in Schleifen ablaufen. Genau, 25 haben wir ja. Jetzt müssen wir kurz nach oben. Darf ich porten? Ha! Nehmt eine Klasse mit Teleport oder Schattenschritt. Dann müsst ihr nicht so viel laufen. So, und wir wollen hier hinten rein. Und nach oben, denn hier ist die 26. So, da, da. Als nächstes. Klassiker, wir nehmen hier die Wegmarke, weil es einfach schneller geht. Wir müssen nämlich kurz hinter ein Häuschen später Erinnerung zum Anfassen andrücken. 27. So. Links lang wäre der korrekte Weg, um irgendwie in der Karte zu bleiben und auch irgendwas zu erreichen. Rechts rum wäre zu diesem Schutthaufen. Das ist die 27. Die wollen wir haben. Die haben wir jetzt. So, das heißt, als nächstes wollen wir die 28. Und die 28 ist unterhalb dieser Insel. Und zwar ziemlich genau im. Halt, ich möchte keine Gegner anlocken. Und zwar hier. Das war die 28. Die 29 ist. Ja, ich erinnere mich, wo sie ist. Ich bin gerade so überlegen. Nee, doch, wir gehen hier lang. Gehen jetzt hier einfach nach oben. Upp, 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 upp. Da hilft es auch nicht wirklich viel zu porten, weil es einfach nicht bringt, nichts bringt. Genau, was ich eingangs erwähnt habe, wenn ihr das in der Flucht von Löwenstein probiert, werdet ihr hier auf orangene Bereiche treffen, die euch einfach wieder zurückporten. Das heißt, ihr werdet das alles gar nicht machen können. So, das war die 29, hier in der Höhle drin. So, und die. Oh, ich. Ja. Ja, alle wollen mich erschießen, umbringen oder was auch immer. So, wir wollen nach da unten in das Wassergebiet. Wupp. Nämlich hier wieder hinter den Wasserfall. Hier ist ziemlich viel hinter einem Wasserfall. Aber gut. Falls ihr euch fragt, hier gibt es ein Jumping Puzzle im neuen Löwenstein. Im alten ist es gesperrt worden, also im nachträglich jetzt eingefügten. Egal. So. Jetzt passiert nämlich ziemlich genau das, was ich euch anfangs gesagt habe. Wenn ihr 30 habt, wird alles andere abgehakt. Also ihr werdet nicht mehr überprüfen können, was ihr schon habt und was ihr nicht habt. Ich zeige euch jetzt trotzdem die letzten 10. Und dafür porten wir uns als allererstes für die 31 hier zu der Wegmarke. So, das war die 31. Die 32 war. Jetzt muss ich kurz selbst schauen. Halt, ich möchte mich irgendwie in Sicherheit bringen, ohne irgendwie von Gegnern umgebracht zu werden. Ja, wir nehmen die Wegmarke hier an der Grenze westliches Bezirk und naja. Genau, der Schutthaufen ist hier hinten. Hier bei diesem Dampfkessel oder was? Das ist die 32. Uiuiui. So. Fort Mariner ist unser nächstes Ziel. Wegmarke ist freigeschaltet. Das ist wunderschön. Und wir müssen an das Tor da hinten. Mit ein wenig Geschwindigkeit macht das sogar ein bisschen Spaß zum Einsammeln. Genau, hier einmal außen
an der Außenmauer am Westtor wäre die 33. So, als nächstes hätten wir die 34, Grand Plaza. Die ist hier unten, hier in dieser Ecke vom Wasser. Das heißt, wir nehmen einmal den Weg außen rum durchs Wasser. Hier wäre die 34, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, korrekt, die 34. So. Als nächstes hätten wir die 35. Das heißt, wir nehmen wieder Fort Mariner und gehen runter an den Strand. So, das war die 35. Wir gehen wieder ein bisschen zurück, damit wir nicht angegriffen werden. Ah, die 36 ist beim Schiff der Schwarzhöfenhandelsgesellschaft, also wieder Wegmarke hier. Und wir laufen nach da vorne, klicken hier wieder das Fenster weg, weil wir nicht porten möchten oder dergleichen. Genau, und neben dem Schutthaufen ist auch einer der Rennmoas, die ihr für einen der Erfolge brauchen könntet, nämlich entweder bitte zum Ausgang hier entlang, bitte zum Ausgang wieder hier entlang. Hier wird nicht gewettet oder alles ist möglich. So, jetzt habe ich alle vier Erfolge durch. Genau, hier ist die 36. Das heißt, als nächstes haben wir die 37. Die 37 ist in der Nähe der Wegmarke Küstenferner Bezirk. Nämlich oben, wo das Jumping Puzzle beginnt, nämlich hier oben. Ziemlich genau hier. Also da, falls ihr es noch nicht gesehen habt. So, das wäre die 37. Ui. Als nächstes haben wir die 38. Die ist ganz am Anfang. Nämlich Wegmarke. Oder? Ja, doch, ist die 38. Kanalbezirk. Und hier ist der Schutthaufen. So, und als nächstes haben wir die 39. Die 39 ist die Wegmarke Abteistützpunkt. Und ziemlich genau vor eurer Nase dann. Daneben ist ein kleiner Asura-NPC. Ist das ein Asura? Der ist ein Asura. Genau, das hier ist die 39. Und als nächstes haben wir noch die 40, die ist im Bezirk Blutküstebezirk. Und zwar nehme ich westlich vom Portal. Beziehungsweise rechts, wenn man drauf zuläuft. Und das waren 40 von diesen Schutthaufen. So, und falls ihr euch jetzt noch fragt, was, hey, was kann ich denn mit den Schutthaufen machen? Ne, mit den Erbstücken. Portet ihr euch einfach mal hier hin. Und hier wäre einmal gefundene Erbstücke. Das heißt, ihr könnt euch diesen selbstlosen Trank zulegen. Später. Dann kriegt ihr diesen Heiligenschein über eurem Kopf. Ansonsten kriegt ihr Allianzvorräte etc. Und auch hier die könnt ihr für andere Währungen, nämlich gefundene Habseligkeiten, könnt ihr nämlich Rezepte kaufen für die Gabelklingen. Ansonsten hier Allianzvorräte, Schachtel und Kiste. Und dasselbe mit dem anderen Trank könnt ihr hier oben. Hier ist ein Skrit, der mit verdächtigen Fundstücken. Ich glaube, so heißt das. Warte, wir schauen nach. Verdächtige gefundene Erbstücke. Könnt ihr euch hier den rücksichtslosen Trank. Da kriegt ihr so kleine Teufelshörner. Genau, ansonsten ist der Fundus exakt derselbe. Das war's. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Like und abonnieren nicht vergessen. Glocke drücken und wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.